Die Vorzimmerdame, der Sekretär, die Sekretärin. Ja, für manche ist das ein Schrecken und für manche ist es easy. Ja, also wie kommt man vorbei an dem Sekretär oder der Sekretärin oder dem Vorzimmerdrachen, ja, wie es manche leider auch sehen? Das zeige ich dir. Ich habe für dich zwei verschiedene Varianten dabei, die ich dir jetzt zeige. Und wir steigen einfach gleich ein und ich telefoniere dir das Ganze jetzt auch mal an der Stelle vor. Suche mir da jetzt auch direkt einfach hier Leads raus, wo auch natürlich in einer hohen Wahrscheinlichkeit Sekretärinnen oder ein Sekretär eben dran geht. Und ich gucke mir das jetzt mal an. Einfach, ja, ich gucke mir jetzt einfach mal hier, suche ich mir einen Anwalt raus. Und gehe dann, also Anwälte, ich gehe jetzt mal auf Anwälte, rufe jetzt mal einen Anwalt an, weil hier in der Regel ist auch eine sehr, sehr gute Zielgruppe Anwälte, wenn du eben, Neukundengewinnung machst oder auch Mitarbeitergewinnung, dann kannst du Anwälte sehr, sehr gut erreichen. Und ich werde jetzt hier einfach mal in Wiesbaden einen Anwalt suchen, den ich jetzt einfach mal kontaktieren werde und du siehst dann auch mal, wie du dann dich weiter verbinden lässt. So. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Rutolo, Luca Rutolo. Entschuldigung, ich habe Ihren wertvollen Namen, Nachnamen nicht verstanden. Meine Nachnamen? Frau Genau. Lehmann. Ach, Frau Lehmann. Oh, okay, mega. Das ist ja wie der damalige Nationaltorhüter, Jens Lehmann. Kennen Sie den? Nee. Ach, kennen Sie gar keinen Fußball geguckt wahrscheinlich. Okay. Ich dachte, vielleicht sind Sie ja verwandt oder verschwägert. Nee, cool, alles klar, Frau Lehmann. Und zwar Rutolo hier einmal durchstellen und sagen Sie dem Rutolo, also Luca Rutolo ist dran, der weiß dann auch gleich Bescheid, um was Luca? es geht. Genau, der weiß dann direkt, um was es geht. Danke. Okay, super, mache ich. Super. Das war Variante 1. Sofort durchgestellt, ich rede jetzt mit dem Entscheider. Übrigens, viele haben noch nicht diesen YouTube-Kanal abonniert. Hier ist so geiler Content. Und weißt du was? Dafür, dass du den jetzt abonniert, schenke ich dir sogar noch die Kunst der Preisverhandlung, wie du deine Preise richtig durchsetzt und verkaufst und eine richtige Wertigkeit gibst. Okay. Hallo, grüß Sie, Rutolo hier, Luca Rutolo. Möchte Sie gar nicht lange aufhalten. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe gesehen, dass Sie über Google Werbeanzeigen Neukundenanfragen Meine suchen. Mitarbeiterin hat mir gesagt, Sie würden mich kennen. Ja, richtig, weil ich schon mehrmals versucht habe, Sie zu erreichen, leider nicht Aber erreicht. alles klar, Jetzt geht es wunderbar. einfach darum, Ich bin am Arbeiten. Ich bedanke mich. genau, super, nur Bitte, mir ist tschüss. aufgefallen, dass Sie. Gut, es ging in dieser Situation einfach nur darum, zum Entscheider zu kommen. Und ja, danach hat mein Skript leider nicht dann funktioniert, aber gar nicht schlimm. Du siehst, es funktioniert. Wie habe ich das Ganze gemacht? Und zwar mit einer, mit einem Icebreaker. Ich bin auf den Nachnamen der Sekretärin eingegangen und habe dann eben darauf basierend eine kurze Beziehung aufgebaut und darauf basierend dann eben mich weiter verbinden lassen. Das ist mal die Version 1, also mit einem charmanten Icebreaker uns weiter verbinden zu lassen. Und jetzt kommt Variante 2 und eben gerade habe ich es nicht richtig fertig sagen können. Viele haben noch nicht diesen YouTube-Kanal abonniert. Ey, hier ist so geiler Content. Ja, verpasst davon nichts mehr. Deswegen abonniere meinen Kanal und als Dankeschön schenke ich dir sogar noch meinen kostenfreien Online-Kurs Kunst der Preisverhandlung für alle, die diesen Kanal abonnieren. Also du bekommst sogar noch was dafür als Dankeschön. Wie bekommst du diesen Online-Kurs? Unten in der Beschreibung kannst du dir den sichern. Du lernst dort, wie du deine Preise richtig verkaufst und wie du deiner Dienstleistung auch die richtige Wertigkeit mitgibst, dass dein Kunde eben versteht, was er bei dir kauft und dass dein Preis nie wieder zu hoch sein wird. Okay, in dem Fall sicher ist dir, klick auf die Beschreibung und wir gehen jetzt auf die
Nächstes Mal, ich will dir noch die Version 2 einfach nochmal zeigen, wie das dann funktioniert. Ich gehe hier ins Impressum rein. So, jetzt rufe ich hier auch nochmal an. So, jetzt kommt Variante 2. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Rutolo hier, Luca Rutolo. Verbinden Sie mich einmal bitte mit dem und sagen, dass Rutolo am Apparat ist. Der weiß dann direkt Bescheid. Jetzt danke. Können Sie mal Ihren Nachnamen buchstabieren, bitte? Gerne. R-U-T-O-L-O. Rutolo, danke schön. E-U, Ludwig Otto, ja? Genau. Danke Ihnen. Moment. Geht das um was Neues jetzt oder was Laufendes? Sagen Sie einfach, Rutolo ist am Apparat. Der weiß dann direkt Bescheid. Danke. Okay, kleinen Moment bitte, ja? Ja. Also das ist Variante 2, klarer Befehlston. Du kannst entscheiden, was für dich besser ist. Klarer Befehlston. Ja, klarer Befehlston. Warum? Sekretärinnen oder Sekretäre machen immer Befehle den ganzen Tag, also sind dafür konditioniert psychologisch, deswegen gibst du ihm auch einen Befehl. Und dann wirst du natürlich durchgestellt. Ja. Jetzt warten wir noch ab. Vielleicht kommt auch noch mal eine Rückfrage. Ja, das wäre cool. Hallo, Herr Rutolo? Hallo, ja. Ich kann Herrn Herz erreichen. Ah, mein Herz. Mein Herz. Mein Gott. Ja, der soll mich einfach, oder ich melde mich später nochmal. Ja, ist das in Ordnung? Oder der soll mich zurückrufen. Der müsste auch meine Nummer eigentlich haben. Aber... Genau. Wie lange kann man da anrufen? Heute bis um... 19 Uhr kann man dann auch ruhig anrufen, ansonsten morgen wieder. Aber ja? Das war jetzt eine laufende Sache. Genau, ja? Der soll einfach mal zurückrufen. Danke, super. Ich muss es einfach. Fragen Sie das rein, das Rutolo angerufen hat. Der soll mich einfach zurückrufen, das reicht schon. Gell? Okay, danke, ciao. So, im Normalfall empfehle ich dir immer dann auch deine Nummer denen mitzugeben, dass die dich zurückrufen. Jetzt wollte die natürlich wissen, ob das irgendwie ein Fall ist oder so. Natürlich ist das kein Fall. Deswegen sage ich, der weiß dann schon Bescheid. Wenn er jetzt anruft, dann muss ich natürlich wieder verargumentieren, mich bedanken und dann zu einem Termin pitchen. Aber erstmal ist es wichtig, überhaupt am Sekretär oder der Sekretärin zum Entscheider zu gelangen. Und so schaffst du es, dass du nicht kämpfen musst mit Sekretärinnen oder Sekretären, sondern sie wirklich deinen Befehl ausführen, weil du willst ja am Ende nur mit Entscheidern sprechen. In dem Sinne, vielen Dank, dass du dir das angeschaut hast. Gib 110% Vollgas, dein Luca.